Yo, hier ist der Marc und das Video ist für alle von euch, die mir immer schreiben: Oh, Marc, ich hatte jetzt 3, 4, 5, 6 Dates mit der Frau und wir hatten immer noch keinen Sex. Ja, was mache ich falsch oder woran liegt es oder was soll ich anders machen? Und dann schreiben die mir meistens einen sehr detaillierten Report und allermeistens kommt es wirklich immer auf das Gleiche hinaus. Ja, und das erkläre ich euch genau in dem Video. Let's go. So, und für den Anfang von dem Video möchte ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Ja, von mir und auch ein bisschen von anderen. Als ich meine erste Freundin kennengelernt habe, ja, da war ich ungefähr so 20, 21, soll heißen, da habe ich gerade Game entdeckt und da bin ich gerade darauf gestoßen und dann hatte ich auch relativ schnell meine ersten Erfolge. Und dann habe ich ein Mädchen kennengelernt und ich würde so sagen, dass es halt meine erste Beziehung war, ja, so im Nachhinein betrachte ich das nicht mehr wirklich als das, was ich heutzutage in einer Beziehung verstehe, aber damals war das halt so. Ich würde sagen, das war ein Mädchen, die war sehr, sehr hübsch, ja. Es war wirklich auch so ein kleines, nettes Mädchen von nebenan, ja. Und es gab allerdings ein Problem, ja. Beim Sex hat sie leider Gottes immer wehgetan. Und wahrscheinlich war das so ein, einfach so ein genetisches Dingsbums halt, ja, so ein vorgeschobener Gebärmuttermund. Dafür konnte sie halt nichts. Also es liegt, leider Gottes lag es nicht daran, dass mein Penis so groß war. Ja, ist leider nicht der Fall. Aber es hat ihr halt immer wehgetan, ja. Und jetzt auf der anderen Seite möchte ich euch mal von Frauen erzählen, die ich so in den letzten, was weiß ich, paar Monaten, Jahren kennengelernt habe, ja. Ich würde mal sagen, da waren einige dabei, die habe ich quasi auf Brechen und Biegen fast nicht mehr von meinem Penis wegbekommen. Ja, soll heißen, denen hat es halt so sehr gefallen. Die wollten einfach die ganze Zeit Sex haben. Ja, die wollten mehr Sex haben als ich. Einige von denen wären wahrscheinlich am liebsten erstickt an meinem Penis. Ja, so sehr gefällt das denen zum Beispiel, wenn die mir halt eingeblasen haben. Und ein anderes Beispiel ist noch ein Bekannter von mir, ein Kumpel von dem, der war mal mit so einer richtigen Nymphomanin zusammen. Und der hat dann irgendwie ihm erzählt, dass er nicht mal mehr alleine duschen kann, ja, weil die Frau halt die ganze Zeit zu ihm kommt und ihn mehr oder weniger fast schon belästigt in der Beziehung und halt die ganze Zeit Sex haben möchte. Ja. Und was ihr aus der Geschichte nehmen könnt, ist einfach, dass Frauen, ja, genauso wie wir Männer, total unterschiedlich sind und ganz verschiedene, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja. Das soll heißen, es gibt auf der einen Seite Frauen, die haben am liebsten den ganzen Tag Sex und es gibt nichts anderes, was sie lieber machen würden, ja, und das sind halt so richtige Nymphen, ja, und es gibt auf der anderen Seite aber auch wieder viele Frauen, die sind komplett asexuell, ja, oder die haben vielleicht keine guten sexuellen Erfahrungen gemacht und deswegen macht ihnen das keinen Spaß, ja, oder es tut ihnen, warum auch immer, ja, vielleicht immer weh und dann verknüpfen die das natürlich mit dieser unangenehmen Erfahrung und dann haben die auch weniger Sex oder sind halt weniger bereit, weniger empfänglich dafür, so. Und jetzt kommen wir mal zu euch, wenn ihr rausgeht, ja, wenn ihr euch, und deswegen schaut ihr wahrscheinlich meinen Channel an, ja, wenn ihr euch aktiv verbessern wollt, was das Thema angeht, wenn ihr gerne mehr Sex habt, wenn ihr gerne mehr Frauen kennenlernen würdet und vielleicht nicht gern 3, 4, 5, 6 Dates abwarten wollt, bis ihr mit denen Sex habt. Ich will jetzt nicht sagen, dass da daran irgendwas falsch ist oder so, ja, aber ich gehe mal davon aus, wenn ihr auf meinem Channel seid, dass ihr das dann gerne etwas eher hättet. Und es ist ja auch so, dass es viele Frauen auch gerne früh haben. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt halt, Sex ist nicht eine Sache, die du unbedingt von ihr nimmst oder so, sondern es ist natürlich eine Sache, die halt zusammen gerne macht. Wenn ihr, ja, euch verbessern wollt, wenn ihr rausgeht und viele Frauen ansprecht, dann konzentriert ihr euch tatsächlich nicht auf alle Frauen, ja, und ihr konzentriert euch vor allem nicht auf das eine Drittel, von dem ich jetzt vorher gesprochen habe, ja, ihr konzentriert euch nicht auf die Asexuellen, ihr konzentriert auch nicht auf die, die wahrscheinlich einen Freund haben und mit dem glücklich zusammen sind, ja, sondern ihr sucht euch halt so eine bestimmte Gruppe raus und es sind halt Frauen, die gerne Sex haben, die ein bisschen aufgeschlossener sind, die vielleicht schon länger keinen hatten und gerne wieder einen hätten, denen das wirklich Spaß macht. Ja? Und das sind auch solche, die sind halt einfach eher bereit dafür oder die vielleicht mal ein Abenteuer haben möchten, ja? Die vielleicht mal auf dem Urlaub sind und ihr lernt sie da kennen und dann haben die einfach Lust und dann fangen die mit euch was an. Ja? Das sind, ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, ja? Das sind vielleicht so 20, 25, 30%, je nachdem, wo ihr seid. Und auf die konzentriert ihr euch, ja? Das ist quasi eure Zielgruppe und ihr sucht euch nicht die anderen raus, ihr sucht euch nicht die Asexuellen raus, ihr sucht euch nicht die raus, die jetzt unbedingt den Nächsten heiraten möchte, ja? Ihr sucht euch auch nicht die raus, die halt Sex erst hat mit ihrem Ehemann dann, sozusagen, sondern ihr konzentriert euch auf eine Gruppe und wir nennen das im weitesten Sinne nennen wir das Screening, ja? Dass du quasi herausfinden möchtest, hey, wie empfänglich ist die, wie viel Lust hatte die, würde die heute mit mir mitgehen? Kann ich die beim ersten Date mitnehmen? Oder ist es so eine, die ich erst 20 Mal zum Essen einladen muss, bis sie dann gerne mit mir Sex hat? Ja?
das sind nicht die Frauen, die ihr kennenlernen wollt, sondern ihr wollt Frauen kennenlernen, die empfänglich sind. Und dann liegt es natürlich an euch, dass ihr auf der einen Seite klar kommuniziert, ja, was ihr quasi haben wollt, mehr oder weniger, oder auf was ihr aus seid, oder was ihr für eine Person seid, oder was euch gefällt, oder was ihr gerne macht, oder wie halt so euer Ding ist. Ja. Und auf der anderen Seite müsst ihr aber auch gucken, also es ist halt einerseits die Kommunikation, ja, andererseits ist es einfach dieser Screening-Prozess, dass ihr euch wirklich eher auf die Frauen konzentriert, die offen sind, ja, die gerne Sex haben, die, was weiß ich, sexpositiv sind. Mehr Wörter fallen mir jetzt dazu nicht ein, ja. Und das Kommunizieren, ja, oder das Screening, das findet alles auf so einer meistens auf so einer eher nonverbalen Ebene statt, ja. Das soll heißen, ihr geht natürlich nicht zu einer hin und fragt ihr so, hey, hast du Bock auf Sex, ja, im Club oder sonst was, sondern ihr macht das Ganze eher auf so eine, ihr lernt sie kennen, ihr lernt euch kennen, ja, und ihr macht das Ganze eher oft so auf eine spielere Art und Weise, aber ihr wollt ihr natürlich bewusst machen, warum ihr hier seid, wie ihr sie gerne kennenlernen würdet, ja, was eure Intentionen sind. Und ich sag mal, ihr wollt nicht einer von den Leuten sein, die irgendwie Angst haben, ja, die irgendwie Angst haben, ich sag mal, damit rauszukommen, die vielleicht meinen, die Frauen würden das nicht akzeptieren, ja. Ich würde mal sagen, wenn ihr damit rauskommt, auch abgewiesen zu werden, ist Teil vom Spiel, ja. Ihr wollt lieber, sag ich mal, nach 10 Minuten abgewiesen werden, als wenn ihr 20 Dates mit ihr habt und die 5-mal zum Essen einladet und es kommt am Ende nichts dabei raus, ja, sondern ihr wollt am Anfang mehr oder weniger ein bisschen was probieren und ihr ein bisschen körperlich nahe kommen, ja, das soll nicht heißen, dass ihr sie irgendwo nicht anfasst, wo es ihr nicht gefällt oder sie belästigt oder sonst was, ja, aber ihr wollt quasi, je länger ihr mit ihr redet, desto näher wollt ihr kommen, ja, das heißt jetzt auf ein Date oder das heißt jetzt nachts oder tagsüber. Das ist quasi so ein gradueller Prozess und nur dadurch werdet ihr quasi herausfinden, indem ihr was riskiert, indem ihr was wagt, ja. Weil ich würde wetten, es gibt auch jede Menge Frauen, die reden oft mit Männern und sie wissen eigentlich genau, was der Typ von ihnen will. Und sie wundern sich dann, hey, warum zeigt er das nicht? Und dann denken sie sich, ah, okay, weil er Angst hat vor Zurückweisung, Pussy. Ja. Und ich würde mal wetten, dass es halt viele Frauen sogar langweilt und dass sie es nicht akzeptieren. Und dass sie dich wahrscheinlich auch schlecht machen dafür, wenn die halt merken, oh, da ist irgendwie so eine leichte Inkonkurrenz da. Ja, der, ich weiß, dass er das gerne hätte, aber verhält sich irgendwie anders. Also meint er, hat vielleicht Angst, irgendwie das zu zeigen oder so. Ja, und dann kriegst du halt Shit von ihr. Und so ist es halt nun mal. Ja. Die Natur ist da gnadenlos und die behandelt dich auch so. Ja. Also Zusammenfassung von dem Video nochmal. Schau, dass du dich auf die Frauen konzentrierst, die irgendwie gerne Sex haben. Und es muss nicht heißen, dass sie deswegen das sofort sagt oder dass sie das outet, ja. Aber es ist einfach eine bestimmte Verhaltensart von ihr, ja. Ich würde mal sagen, allein durch die körperliche Nähe findet viel statt, ja. Ich habe ja hier auf meinen anderen Videos schon viel erzählt, dass es quasi so verschiedene Studien gibt, ja. Je nachdem, wie nah du einer Person kommst oder wie gut du sie kennst, so fühlst du dich halt komfortabel, so nah kann dir die Person kommen. Und dann findet die meiste Kommunikation eben auf dieser nonverbalen Ebene statt. Das soll heißen, nicht unbedingt in dem, was du sagst, sondern eher in dem, wie du sagst oder auch mit deiner Körpersprache. Und dadurch könnt ihr quasi gut kommunizieren, was ihr wollt. Und dadurch screent ihr sie auch quasi im Verlauf und schaut, hey, wie empfänglich ist die Dame? Ist es eine, die total den Stock im Arsch hat, sag ich mal? Ja? Ist es eine, die Sex erst nach der Ehe möchte? Ist es vielleicht noch eine unerfahrene Jungfrau, mit der ich besser nichts mache, weil das mir sonst zu kompliziert wird? Oder ist sie halt eine, die betrachtet es als natürlich, die hat es gerne, der macht es Spaß? Also es ist wirklich wie so ein Matchen, eigentlich fast schon auf Tinder. Ja? Ihr wollt immer gucken, dass ihr irgendwo so die gleichen Interessen habt. Ihr wollt natürlich auch gucken, dass sie euch so sehr mag, wie es geht. Ja? Und dafür liegt es wiederum an euch, dass ihr euch quasi ihr gegenüber richtig vermarktet. Ja? Dass ihr das nicht schlecht macht, sondern dass ihr das gut macht. Dass ihr auf der einen Seite lustig seid, aber auch sexuell, dass ihr so eine kleine Bandbreite an Emotionen zeigt. Und das ist genau der Sinn von der ganzen Sache. Ich hoffe, ihr habt es halbwegs verstanden. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, könnt ihr es gerne unten in den Kommentaren stellen. Ja, ich lese mir die normalerweise alle durch und ich beantworte die euch auch gerne. That being said, ich wünsche euch jede Menge Erfolg beim Pimpen. Ja. Ich hoffe, ihr geht da raus und ich hoffe, ihr macht die Ladies glücklich und euch natürlich auch. Und das, denkt immer daran, ja, das Ganze ist immer eine Win-Win-Situation. Denkt nicht, dass es irgendwas ist, von ihr nimmt, weil das macht ihr auch nicht, wenn es richtig ist, ja, sondern letztendlich sorgt ihr dafür quasi, dass ihr zusammen eine wunderschöne Erfahrung habt. Und ich würde sagen, das ist auch Ziel, sag ich mal, vom Flirten lernen, ja, dass beide eine schöne Erfahrung haben. Und that being said, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Ciao.